Ja, hallo. Schönen guten Tag zu meinem Vortrag Aufbau einer Agrarforschungsdateninfrastruktur mit GeoNode und Kubernetes. Schön, dass so viele heute da sind. Mein Name ist Marcel Waldschlicker. Wie schon gesagt, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg. Ich habe mir so ein kleines Bild mitgebracht für die Leute, die nicht wissen, wo sich das befindet. Es ist quasi auf halber Strecke zwischen Berlin und der polnischen Grenze. Der Ort wurde damals gewählt für die Agrarforschung aus dem Grund, dass es ein sehr, sehr schlechter Ort ist, um da Agrarwesen zu betreiben. Deswegen wurde es zu DDR-Zeiten quasi dieser Ort gewählt für die Forschung. Hat sich bis heute gehalten. Und ich arbeite in dem Bereich des Forschungsdatenmanagements. Genau heißt meine Arbeitsgruppe Dateninfrastruktur. Genau, und meine Schwerpunkte sind die technische Entwicklung von einem Forschungsdatenrepositorium und weitere unterstützende Dateninfrastrukturen für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen am ZALF. Genau, ich habe an der HTW und an der TU Berlin reine Informatik studiert mit dem Schwerpunkt Cloud Computing. Habe nicht so viele Berührungspunkte vor dieser Tätigkeit da mit Geodaten getappt. Und ja, genau, so ein bisschen zum Hintergrund. Wie kommen wir dazu, Forschungsdaten zu machen? Aktuell sind wir Betreiber des Bonares-Repositoriums. Bonares steht hier für Boden als nachhaltige Ressource. Das ist ein BMBF-Verbundprojekt, was es jetzt seit knapp 9 Jahren gibt. Und eine der Aufgaben im ZALF ist hier das Betreiben des Forschungsrepositoriums. Dafür haben wir einen eigenen Metadatenstandard entwickelt, der auf dem ISO 19115 basiert und ungefähr über die Jahre 4000 Objekte in unsere Datenbank gepackt. Der aktuelle Software-Stack hier ist ArcGIS, MapApps und MSSQL. Nachdem das Projekt nun nächstes Jahr enden wird, haben wir uns aus verschiedenen Gründen aber dafür entschieden, quasi nach einer alternativen Lösung zu suchen. Zum einen haben wir festgestellt während der Projektphasen, dass wir mit externen Dienstleistern oft auch kleine Features, die entwickelt werden, sehr kostspielig sind und die Entwicklungsprozesse sehr träge sind. Aber eigentlich sind in unserer Arbeitsgruppe sehr viele Softwareentwickler, sodass wir halt auch eigentlich an Open-Source-Software zum Beispiel Änderungen selbst durchführen könnten. Da sind wir aber hier quasi gehemmt. Darüber hinaus haben wir sehr hohe Lizenzkosten und was jetzt auch bei dem GeoNode, worüber ich gleich reden werde, ein großer Faktor ist, wir konnten keine Synergien mit anderen Einrichtungen erzeugen. Daher haben wir uns dann relativ vor ungefähr 2 Jahren dazu entschieden, dass wir das neue Datenrepositorium auf GeoNode aufbauen werden, für die, die GeoNode nicht kennen. GeoNode ist ein Geodatenportal, was quasi eine Art Web-Frontend für GeoServer ist, für GeoServer und Postgres. Es bietet schon viele von den Features, die wir jetzt quasi in unserem aktuellen Repositorium benötigen, an, out of the box. Zum Beispiel unterstützt es den ISO-Metadatenstandard, den wir halt erweitert haben. Es bietet sämtliche OGC-Services, die man so benötigt. Es hat eine Benutzer- und Rechteverwaltung. Und wie bereits erwähnt, wir haben eine Community innerhalb Deutschlands gegründet, mit der wir mit anderen Einrichtungen zusammen quasi Features in GeoNode entwickeln, die wir dann halt synergieeffektmäßig alle verwenden können, ohne einen externen Dienstleister immer wieder für das gleiche Feature zu bezahlen von verschiedenen Einrichtungen aus. Genau, dadurch, dass wir quasi jetzt vor ein paar Jahren vor der grünen Wiese standen und das Forschungsdatenrepositorium von Neuem aufziehen, haben wir uns dafür entschieden, das auf der Basis von Kubernetes zu machen. Ich versuche jetzt nicht zu erklären, was Kubernetes ist, wird schwierig, aber so ein paar Stichpunkte habe ich dazu gemacht. Genau, es ist eine Container-Orchestrierungsplattform. Man kann sich es ein bisschen vorstellen wie Docker Compose, außer dass es halt über mehrere Hosts hinweg funktioniert. Man hat eine deklarative Konfigurations- und Beschreibungssprache für Dienste innerhalb Kubernetes. Es bietet Failovers, was in Docker Compose quasi nicht so richtig der Fall ist. Einzelne Dienste können skaliert werden und es inkludiert zum Beispiel auch sowas wie einen Reverse Proxy. Genau. Wir haben aktuell bei uns jetzt für unsere Forschungsdateninfrastruktur nicht nur allein für das GeoNode, sondern auch für andere Dienste, die wir innerhalb des ZALFs anbieten, 3 Cluster, die wir bereitstellen. Das ist Elise, Fizz und Raven sozusagen, haben wir sie genannt, die alle über KubeSpray ausgerollt werden. KubeSpray ist ein Deployment-Tool für Kubernetes-Cluster. Und wir haben darüber hinaus halt quasi, hier sieht man diese ganzen kleinen Icons, die auf den VMs bzw. auf den Dingen sind halt quasi Base-Installationen, die wir noch hinzugefügt haben zu unserem Kubernetes-Cluster. Das ist zum einen Treiber für externen Storage, Argo CD, um die Anwendung auszurollen. Der Postgres Operator
ist ein Tool, mit dem wir quasi Datenbanken als Service spawnen können. Dann haben wir Cygnos als Monitoring-Lösung und Nginx Ingress als Netzwerk Ingress Controller. Diese sind quasi die Baseline, die alle unsere Cluster beinhalten, von da aus, auf die wir dann aufbauend unsere einzelnen Applikationen aufsetzen. Die Bedeutung der einzelnen Cluster ist hier, das Elise-Cluster ist sozusagen dafür da, um diese Baseline zu testen, wenn wir eine neue Kubernetes-Version einspielen oder eins dieser Baseline-Produkte upgraden wollen, dann würden wir das zunächst auf dem Elise-Cluster tun, testen, ob die funktionieren und diese dann auf das FIS und Raven übertragen. Das FIS-Cluster ist für die reine Applikationstests. Also wenn wir eine Applikation, zum Beispiel GeoNode, eine neue Version einspielen wollen, dann tun wir das auf unserem Testcluster, schauen, tut das alles so, wie das soll. Und wenn wir dann ein bestimmtes Release erreichen, bringen wir das auf das Draven-Cluster und machen das so verfügbar für die Welt oder für das Self intern. Genau. Und dazu habe ich auch nochmal so ein Netzwerkschema, wie wir quasi das Networking innerhalb unserer Einrichtung beziehungsweise nach außen innerhalb unserer Kubernetes-Cluster betreiben. Da sehen wir zum einen das Internet und die Self-Firewall, weil wir quasi nicht die zentrale IT innerhalb unserer Einrichtung sind, gibt es zwischen uns und dem Internet und quasi uns und dem Netzwerk innerhalb des Selfs immer noch eine andere IT-Einrichtung, mit der wir uns quasi immer unterhalten müssen und schauen können, dass wir die Dienste so anbieten, wie wir das möchten. Daher sind wir jetzt da mit der Lösung gekommen, dass wir durch die Self-Firewall ein Nothing zu einer IP unserer Cluster jeweils bekommen, die halt ins Internet routen. Das heißt, wenn wir eine Anwendung ins Internet anbieten, haben wir eine spezielle IP-Adresse, über die unsere Cluster Sachen ins Internet anbieten und eine IP-Adresse, über die wir Sachen ins Self-Intranet anbieten. Das heißt, wenn wir eine Anwendung für das Intranet und für das Internet bereitstellen wollen, müssen wir diese zweimal in unserem Cluster konfigurieren. Darüber hinaus haben wir noch Load Balancer Services. Das ist quasi ein Pool von IP-Adressen, den wir zur Verfügung stellen können für zum Beispiel eine Datenbank, die jemand von uns haben möchte, ein anderer Forschungsbereich. Dann würden wir eine neue Datenbank für die in unserem Cluster generieren, einen Load Balancer Service daran packen und diese würden dann diese Datenbank über eine bestimmte IP-Adresse erreichen. Genau. Darüber hinaus habe ich noch mal so ein bisschen ein Beispiel gebracht, wie wir die Anwendungen auf unsere Kubernetes-Cluster bringen. Hierfür könnten wir den Anwendungsfall skizzieren, dass man eine GeoNode-Konfiguration anpasst oder eine Weiterentwicklung des GeoNodes an seinem lokalen PC macht, dann die Änderung pusht und eine neue Docker-Version von diesem Image hat. Dann würden wir im Git diese Version in einer Konfigurationsdatei anpassen, die Version quasi hochzählen und dann automatisch die neue Version über das Konfigurationsmanagement, über das Continuous Delivery Tool ArgoCD auf unser Cluster deployen. Hier unten habe ich dazu mal so einen Aufbau von unserem Git-Repositorium dargestellt. Also alle unsere Wahrheiten, quasi alle Konfigurationen und alle Konfigurationen, Passwörter etc. speichern wir jeweils in dem Git. Also hier sehen wir zum Beispiel die Anwendungen, GeoNode, Bonares Toolbox, das ist eine Eigenentwicklung von uns, JupyterHub, KeyCloak, OpenDataCube. All diese Anwendungen haben wir quasi eine deklarative Beschreibung des Installationszustands mit den individuellen Konfigurationen für das jeweilige Cluster. Und wenn wir quasi diese Konfiguration für das jeweilige Cluster ändern, wird dies von dem ArgoCD erkannt. Und das ArgoCD bietet uns dann eine Synchronisation von dem Zustand aus dem Git zu dem Zustand auf das Cluster an, sodass wir quasi dauerhaft das Git synchron halten mit dem eigentlichen Zustand auf dem Cluster. Das bietet uns halt die Möglichkeit, dass wir sehen, über das Git, wie hat sich unsere Infrastruktur verändert über die Zeit. Über die Commits können wir quasi nachverfolgen, welche Änderungen in unserer Infrastruktur sind über Zeit passiert. Wir können unsere Infrastruktur in Releases einteilen und sagen, dass unsere Infrastruktur zu diesem Zeitpunkt hat ein Release und die können wir auf ein neues Cluster kopieren, ohne dass wir uns irgendwo per SSH oder sowas einloggen müssen, sondern einfach allein durch dieses Konfigurationsmanagement im Git. Genau, und dieser Code ist halt quasi weitestgehend lesbar, sodass er sich so gut wie selbst dokumentiert. Das ist die Erwartung, dass man halt keine zusätzliche Dokumentation für Installationsanleitungen oder sonstiges irgendwo pflegt, sondern einfach quasi diese YAML-Files soweit pflegt und dadurch das quasi erkennt. Hier sieht man noch, was dazu kommt. Hier gibt es auch einen GeoNode Encrypted File. Was das bedeutet, ist, dass wir auch quasi unsere Secrets und Passwörter in unser Git einchecken.
Das tun wir aber natürlich nicht unverschlüsselt. Dafür gibt es ein Tool, was wir verwenden. Das heißt SOPS. Das haben einige von euch vielleicht schon mal gehört. Mit SOPS lassen sich YAML- oder JSON-Files quasi verschlüsseln. Hierfür haben wir jetzt hier als Beispiel eine Gruppe von Entitäten, die Zugriff haben soll auf die Secrets innerhalb einer Datei. Das ist unter anderem unser CD-Tool, weil das soll ja am Ende die Secrets ausliefern an unser Cluster, sodass zum Beispiel ein Container das Passwort für GeoNode weiß. Aber ins Git packen wir dann am Ende diese, hier ist ein Beispiel von einer GeoNode-Git-Konfiguration. Hier sieht man halt GeoNode-Secrets, also die Geheimnisse der Superuser. Also ist das hier quasi das Passwort des Admins. Man sieht, die Keys sind alle unverschlüsselt, aber die Values in diesem Fall sind verschlüsselt. Und diese Values sind verschlüsselt mit den Public Keys aller Entitäten, die quasi dieses auch wieder entschlüsseln dürfen. Und diese packen wir dann ins Git, die verschlüsselten Dateien. Und wenn jemand sich quasi die Secrets benötigt oder ändern möchte, können Sie diese wieder aus dem Git rauschecken. Und dann gibt es zum Beispiel ein VS Code Plugin, das sich das Plug and Play integrieren lässt, dass man die Secrets dann bei sich lokal wieder als Klartext sieht. Aber im Git sind sie halt verschlüsselt. Genau, und falls man jetzt einen User oder einen neuen Mitarbeiter hinzufügen würde hier bei den Entitäten, dann müsste man halt diese Datei müsste man den Public Key von diesem User hinzufügen und könnte dann das neu verschlüsseln und dann wäre auch dieser User wieder in der Lage, das zu entschlüsseln. Oder halt so kann man auch gleichzeitig Leute ausschließen. Wenn jetzt ein Kollege die Firma verlassen würde, könnten wir das auch quasi ihn aus dieser Liste entfernen und könnten dann das neu verschlüsseln und dann wäre er quasi nicht mehr in der Lage, diese Datei zu entschlüsseln. Er würde die Passwörter noch kennen, die müsste man wechseln, aber er wäre nicht mehr in der Lage, das zu entschlüsseln. Genau, so handeln wir sozusagen alle Secrets. Alle Secrets sind im Git eingecheckt. Wir müssen keinen separaten Passwort-Container pflegen oder im Jenkins die Sachen hinterlegen, sondern die werden direkt mit ins Git integriert. Genau, dann komme ich jetzt nochmal so ein bisschen zu GeoNode und unserer Motivation, GeoNode auf Kubernetes zu betreiben. Zum einen hatten wir halt die Motivation, die Ausfallsicherheit ein bisschen zu erhöhen von GeoNode und haben auch festgestellt, dass viele der Komponenten, die in GeoNode enthalten sind, bereits sehr gut in Kubernetes sich integrieren lassen. So zum Beispiel Nginx und der RabbitMQ und der Memcache. Und fürs Postgres gibt es halt den Postgres-Operator von Zalando, von Felix Funke, ich weiß nicht, ob er heute hier ist, der halt es sehr leicht macht, Datenbanken zu spawnen. Einzigen Probleme, die wir quasi bei der Entwicklung stark gesehen haben und heute noch sehen, ist halt der Geo-Server, der sehr schwierig ist, in eine Kubernetes-Umgebung zu skalieren. Und ja, genau. Und unser Deployment benötigt da halt dann noch Anpassungen für GeoNode, Django und den Celery-Task für asynchrone Tasks. Genau. Und als wir damit angefangen haben, haben wir auch einen verwaistes Helm-Chart gefunden, was halt GeoNode bereits auf Kubernetes installiert hat. Wir haben dann noch ein paar Pull-Requests zu diesem Projekt gestellt. Leider wurden die nie beantwortet, sodass wir dann irgendwann unseren Fork entkoppelt haben von dem eigentlichen Projekt, von dem wir geforkt hatten und unser eigenes Projekt daraus entstanden ist. GeoNode Kubernetes, das ist inzwischen in Release-Version 1.1.1. seit letzter Woche. Genau, es bietet sehr viel Dokumentation, es ist auf Artifacts Hub zu finden und es bietet inzwischen relativ viele Funktionalitäten, die man benötigt, wenn man GeoNode installieren möchte. Zum Beispiel sehr, sehr viele von den GeoNode-Konfigurationsmöglichkeiten ist da integriert. Bietet verschiedene Möglichkeiten, an die Datenbank anzubinden an GeoNode. Genau, Memcache ist integriert für die Skalierung von Django, von der Django-Applikation. Und es ist auch möglich, den PyCSW-Service zum Beispiel außerhalb der GeoNode-Django-Anwendung zu betreiben, was dann Vorteile hat, wenn man die CSW-Metadaten anders ausliefern möchte, was leider unser Problem ist. Genau, und mit diesem Deployment ist es halt auch möglich, sehr, sehr viele von den einzelnen Diensten zu skalieren, was halt vorher auf der Docker-Compose-Weg der Installation nicht möglich war. Ja, genau. Und getestet ist das zum Beispiel für Minikube. Es gibt einen Minikube-Values-File da drin in unserem Helm-Chart, sodass man das sofort innerhalb von wenigen Minuten
direkt auf seinem Laptop testen kann, wenn man Minikube installiert hat. Wir lassen das auf unseren On-Premise-Clustern laufen und ich habe das letztens auch auf Google Kubernetes, auf der Google Kubernetes Engine laufen lassen und es hat natürlich auch ohne Probleme soweit funktioniert. Genau, dann nochmal so ein bisschen Insights zu unserer Salve-GeoNode-Implementierung. Jetzt mehr im Detail, was haben wir an GeoNode angepasst, beziehungsweise was planen wir mit GeoNode? Was halt eine große Herausforderung ist gegenüber vielen anderen, die, glaube ich, mit GeoNode anfangen, ist, dass wir schon ein bestehendes Repositorium haben, was sehr viele Anforderungen mitbringt und sehr viele Daten, die jetzt quasi in das neue GeoNode integriert werden müssen. Und darüber hinaus haben wir noch ein eigenes Metadatenschema, was zwar auf ISO 19115 basiert, jedoch nicht deckungsgleich ist. Sprich, für uns ist eine sehr große Aufgabe, erstmal unser eigenes Metadatenschema in GeoNode zu integrieren. Dann haben wir den Fall, dass wir verschiedene ADs im Hintergrund haben, die alle sich über GeoNode autorisieren, also User aus verschiedenen ADs, die sich über GeoNode autorisieren müssen. Dafür nutzen wir derzeit Keycloak. Aber wir haben auch noch offene Probleme, die noch nicht vollständig gelöst sind, zum Beispiel die Integration von nicht raumbezogenen Daten. Weil viele Daten, die bei uns sozusagen jetzt in unserem jetzigen Repositorium gehandhabt werden, haben keinen wirklichen Raumbezug, zum Beispiel Daten, die im Labor entstanden sind. Die laufen jetzt quasi über einem Fake-Raumbezug, die wollen wir aber eigentlich nicht in solchem Art und Weise wieder in einem GeoNode abspeichern. Genau, darüber kommen noch Anpassungen am User-Interface und jede viele kleine Wünsche, die wir dann nach und nach integrieren müssen. Wir planen dennoch die Migration der Daten nach GeoNode Anfang, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, genau. Hier nochmal so eine kleine Liste an Beiträgen, die wir bis jetzt im GeoNode-Projekt geleistet haben vom ZALF. Zum einen halt diesen Kubernetes-Deployer. Dann haben wir ein Command-Line-Tool entwickelt, was ähnlich wie das Command-Line-Tool für Kubernetes ist, um mit den Daten in einem GeoNode zu interagieren. So kann man über die Command-Line sehen, welche Daten sind im GeoNode enthalten, kann neue Daten hochladen, kann Daten löschen, kann Maps löschen, einfach quasi über die Command-Line interagieren mit dem GeoNode. Und es kann auch quasi das als Python-Library verwendet werden, um eine Interaktion mit der GeoNode-API zu verwirklichen. Das ist vor allen Dingen für uns relevant, um halt die Daten in das GeoNode zu migrieren, ohne alles händisch über die UI umzusetzen. Darüber hinaus haben wir noch einen AcroVoc-Importer gebaut für GeoNode. Der AcroVoc ist ein Thesauri für agrarwissenschaftliche Begriffe. Die können quasi nur auch im GeoNode verwendet werden. Und wir haben ein paar wenige Contributions gemacht zu dem GeoNode-Core-Projekt. Vor allen Dingen haben wir die Kontaktrollen aus dem ISO 19115 komplett zu dem GeoNode-Projekt hinzugefügt. Genau, das war so mein Vortrag. Ich hoffe, es hat irgendwas auch interessiert. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Es gibt jetzt hier im Raum Fragen. Hört man mich überhaupt? Hört man mich? Ja. Okay. Gibt es hier im Raum Fragen? Keine Fragen? Gut. Aber hier wurden welche gestellt. Habt ihr Alternativen zum Geo-Server evaluiert, die sich gegebenenfalls besser skalieren lassen? Und wir haben die nicht wirklich evaluiert, weil die Integration ins GeoNode sehr, sehr aufwendig sind. Also ein anderes System als den Geo-Server in GeoNode zu integrieren, ist ein sehr großer Aufwand. Ich persönlich wünsche mir, dass das Möglichkeiten gäbe dazu, aber ich sehe aktuell keine. Auch GeoServer Cloud ist ja jetzt in aller Munde. Es ist derzeit schwierig, das in GeoNode zu integrieren und das in das GeoNode Kubernetes Deployment, weil es halt von Plugin-Abhängigkeiten gibt, die so in GeoServer Cloud nicht umgesetzt sind, die GeoNode benötigt. Okay, danke. Habt ihr vor, euren Fork vom GeoNode weiterhin mit GeoNode synchron zu halten? Beziehungsweise wie stark weicht das vom Original ab? Gute Frage. Wir haben das bisher versucht zu machen. Jetzt werden aber nochmal größere Änderungen auch an der UI und gegebenenfalls auch an anderen Parametern unseres GeoNodes umgesetzt werden, dass wir auf jeden Fall erstmal mit dem Core breaken werden in der nächsten Zeit und versuchen vielleicht, wenn wir irgendwann ein Upgrade fahren in näher Zukunft, dass wir dann das wieder versuchen zu vereinen. Aber erstmal ist geplant, den Fork jetzt separat zu halten. Und wie sieht die Hardware-Anforderung an den Server aus? Oder? Unterschiedlich. Also zwei unserer Cluster basieren eigentlich auf VMware-VMs.
die teilweise nur 8 GB, 10 GB RAM haben. Also wir fahren damit sehr wenig Anforderungen, aber unser Produktivcluster hat mehr RAM und mehr CPUs. Genau. Ja, also ich finde es schon sinnvoll, wenn man Kubernetes benutzen will. Es ist ein großer Aufwand, erstmal das initial in Stand zu bringen, aber die Ressourcen, die man dafür benötigt, initial sind eigentlich nicht so groß. Ja. Gibt es da noch andere Arbeitsgruppen in Deutschland, die in ähnlichen Kontexten arbeiten und mit euch da zusammen? Es gibt mehrere, genau, zum Beispiel das Thüringer, das JKI, es gibt sehr viele Arbeitsgruppen, die quasi aus dem Forschungsbereich kommen und GeoNode einsetzen. Da gibt es auch morgen ein Usergruppentreffen hier auf der Foskis für sämtliche GeoNode-Interessierte im deutschsprachigen Raum. Genau, ich weiß nicht wann, 15 Uhr, glaube ich. Ja, dann danke. Genau, früh morgens. Ja, vielen Dank, Applaus nochmal.